Ja, so eine Frage darfst du mir nicht stellen. Pardes, du hast ja letzte Saison bei uns in 14 Spielen 3 Tore geschossen, diese Saison bisher in 9 Spielen 5 Tore, dabei unter anderem Doppelpack im Topspiel gegen Alp-Dienicke. Was würdest du denn sagen, ist das Geheimnis hinter deinem aktuellen persönlichen Erfolg? Also ich denke, dass letztes Jahr, dass ich es ein bisschen schwer hatte, weil ich auch keine Sommervorbereitung hatte und direkt nach dem zweiten Spiel dann Muskelfaserriss hatte, wo ich einen Monat ausgesetzt habe. Und ja, also ich bin nach Berlin wieder zurückgekommen nach 7, 8 Jahren. Und meine, ich habe lange Berlin vermisst und habe auch gelebt, sage ich mal, und mich nicht so sehr aufs Training konzentriert. Und ich denke mal, diese Saison sieht man, dass ich was gemacht habe, auch in dieser Corona-Zeit an mir gearbeitet habe und meinen Lifestyle geändert habe. Und ich denke, das sozusagen war das, was Früchte trägt jetzt. Ist es auch so als erfahrenerer Spieler, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf seinen Körper achtet als jüngerer Spieler? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke jetzt mit dem Alter muss man eher den Fokus auf die Regeneration legen. Das spielt auch eine sehr große Rolle, auf seinen Körper zu achten und auch zu investieren. Also das merke ich jetzt gerade in dem Okay, Alter. verstehe. Du hast ja auch mehrere Jahre in Aserbaidschan gespielt. Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich der Fußball und allgemeines Leben dort von dem hier in Berlin? Aserbaidschan, das war erste Liga. Es ist schon ein Unterschied. Es ist eine Profiliga. Der erste spielt Champions League Quali, die anderen zwei, drei spielen Europa League. Es geht halt auch um ein bisschen mehr Geld und das Niveau ist schon ein bisschen höher als in der Regionalliga und dritte Liga. Aber da ist der Fokus auf Technik gelegt. Es gibt schon einen Unterschied auf jeden Fall. Du hast ja dann auch bei Berti Vogts teilweise für die Nationalmannschaft Aserbaidschans gespielt. Was hat dich denn da am meisten an ihm beeindruckt oder was konntest du von ihm vielleicht auch lernen? Ich denke, jeder in Deutschland kennt Berti Vogts, hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Also für mich, er war immer so wie so eine Legende. Der 96 war er Trainer von Deutschland, als sie die Europameisterschaft geholt haben. Und das ist so, sage ich mal, so eine Persönlichkeit. Ich habe mich gut mit ihm verstanden, dass er mir auch das Vertrauen geschenkt hat. So, das tat mir gut, also hat mich geehrt so ein bisschen. Ich war auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, okay. Abschließend dazu noch, du hast ja früher beim BAK auch mit Rocco, unserem Sportdirektor, Ja. zusammengespielt. Würdest du jetzt spontan sagen, wer hatte denn damals auf dem Platz die höhere Qualität? Was würdest du denn sagen? Ja, so eine Frage darfst du mir nicht stellen. Natürlich ist. Nee, Okay. Rocco war schon ein guter Innenverteidiger. Technisch, muss ich sagen, war er sehr versiert. Nicht gerade der Schnellste. Aber nee, Rocco war gut und war auch ein guter Anführer, muss ich ehrlich sagen. Okay, also man kann vielleicht auch sagen, dass man Aber, eure Spielertypen ja vielleicht auch nicht vergleichen genau, kann. ja. Zum Schluss noch, du bist ja auch Pate unserer U14. Ja. Ihr versteht euch ja auch ganz gut. Die Jungs sind auch, glaube ich, große Fans von dir. Ja. Was ist denn dein Tipp für allgemein für die Nachwuchsfußballer bei Viktoria, die vielleicht auch das Ziel haben, mal Profifußballer zu werden? Ja, ich denke auf jeden Fall dranbleiben, hart arbeiten, an sich selbst glauben. Es werden immer wieder Rückschläge kommen. Aber also damit versuchen umzugehen und immer weitermachen, nie aufgeben. Und ich denke, dann kann man das Beste aus sich herausholen. Und vielleicht klappt es dann bei dem einen oder anderen. Okay, alles klar. Danke dir, Pardes.